Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Ich habe in einem Video, was ich kürzlich veröffentlicht habe, über die deutschen W-Fragen gesprochen. Und in diesem Video möchte ich noch ein bisschen mehr auf die Fragen wieso, weshalb und warum eingehen. Ja, alle drei Wörter könnte man mit why übersetzen. Ja, und es gibt dieses Bild im Internet, dieses lustige Bild, in dem eine Zeile aus der Sesamstraße steht. Ja, die Sesamstraße, auf Englisch Sesame Street. Ja, das ist eine Kindersendung. Und im Deutschen singt man das Lied so. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und vorher wird noch gesagt, der, die, das. Ja, also der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Und das Lustige ist, dass wenn man dies auf Englisch übersetzt, dann lautet es the, why. Ja, der, die, das. Wieso, weshalb, warum? The, why. Ja, weil es für die Wörter jeweils nur ein Wort zur Übersetzung gibt. Ja. Und obwohl man wieso, weshalb und warum mit why übersetzen kann, haben sie doch ein kleines bisschen unterschiedliche Bedeutungen. Ja. Also man kann eigentlich immer warum sagen. Ja. Warum wird am meisten gebraucht. Ja? Und wenn du nach dem Grund fragen möchtest, dann kannst du ruhig immer warum fragen. Ja? Ein Hubschrauber. Das nennt man übrigens einen Hubschrauber. Ja? Ich hatte übrigens gehofft, dass es sonniger wird. Ja, ich hatte gehofft, dass sich die Wolken auflösen, aber es ist immer noch sehr bewölkt. Aber dafür hört ihr sehr viele Vögel. Ja. Zurück zu wieso, weshalb, warum. Okay? Also wieso fragt nach der Ursache. Ja? Wieso fragt nach der Ursache, weshalb nach dem Zweck und warum nach dem Grund oder Motiv. Ja. Wieso? Fragt nach der Ursache. Also, wieso ist es nicht sonnig? Ja, wieso ist es nicht so hell hier? Ja. Antwort: Weil die Wolken am Himmel sind. Ja, die Ursache. Die Wolken sind die Ursache dafür, dass es nicht sonnig ist. Ja? Wieso ist es nicht sonnig? Weil die Wolken am Himmel stehen. Weshalb fragt nach dem Zweck. Ja? Weshalb mache ich diese Videos? Ich mache diese Videos, um dich zu inspirieren und um dir Deutsch beizubringen. Das ist der Zweck. Warum mache ich diese Videos? Ja, die Frage ist nach dem Grund oder dem Motiv. Warum mache ich diese Videos? Nun, weil es mir Spaß macht und weil ich mir damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem Zweck und dem Grund und dem Motiv. Aber das ist alles, das vermischt sich ja alles. Ja, man könnte auch sagen, der Grund, warum ich das mache, ist, um dich zu inspirieren. Ja, also es ist immer nicht ganz klar. Es ist nicht immer klar, was die Ursache ist und was der Zweck. Also wieso, weshalb, warum, man kann sie eigentlich miteinander austauschen. Ja, aber ungefähr fragt man, wie gesagt, nach verschiedenen Sachen. Ja, ich hoffe, das war hilfreich und jetzt weißt du den Unterschied zwischen wieso, weshalb
und warum, beziehungsweise du weißt, dass es keinen großen Unterschied gibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!